Liebe Leute, willkommen zurück und Prost erstmal. Heute gibt's keinen Tee wie gestern. Der war nett, der war ganz nett. Heute gibt's ein ehrliches Bier. Hervorragend. Leute, und ja, ich habe gerade ernsthaft mit meinem Wasserglas und meinem Bierglas angestoßen. So, wir haben ein bisschen was vor. Lass uns hier keine Zeit vergeuden. Gehen wir direkt rein. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Über Gott. Leitet mir hier kurz die Maus, direkt betrunken. Eine Menge vor. Über 20 Folgen schon. Wir stehen eigentlich nur gefühlt immer noch am Anfang dieser großen Geschichte. Wir neigen uns jetzt über der Halbzeit dieses Jahrhunderts zumindest zu knappe 100 Jahre gespielt. Ich kann mir mal eine kleine Bilanz ziehen am Ende. Kurz uns hier den Ideen widmen. Wir wollen natürlich den Tech, deswegen ist das erstmal weg. Ich will die Armee ausheben, deswegen werden wir erstmal nicht bauen. Starten will ich auch nicht gründen. Aber oh, ich will eine Regierungsform wählen. Ja. Und zwar möchte ich ein Leitprinzip der Verwaltung. Ist es der moralische Grundsatz, den wir folgen? Oder ist es eher ein politischer Grundsatz? Okay, Richtlinie administrativ oder Richtlinie diplomatisch? Zusätzliche. Freie dann wahrscheinlich, ne? Also so interpretiere ich das. Wir haben aktuell eine diplomatische Richtlinie. Also wäre es jetzt naheliegend zu sagen, okay, wir nehmen noch eine, quasi dann on top wäre. Ich bin tatsächlich, wenn eine plus 1 steht, heißt, bin ich nicht sicher, ob es dann quasi 4 insgesamt sind, wovon eine frei ist. Oder halt eine weitere umsonst, aber Gottes Willen. Ich hatte tatsächlich schon mal geguckt und gesehen, dass es hier am Ende quasi nochmal eine kostenlose Richtlinie gibt. Zu einerseits kostenlose Richtlinie administrativ, wenn wir die republikanischen Werte stärken. Oder wenn wir die... Ah ne, es gibt nur die eine. Und die anderen Wege wären ja hier zum Beispiel Exekutive, Absolutismus, völliger Quatsch, göttliche Führung, um Gottes Willen, nein. Oder doch noch die Monarchie nach hinten raus? Nein, das wird uns nicht passieren. Wir sind Republikaner durch und durch. Das heißt, hier würden wir mit Sicherheit dann die kostenlose Administrative nehmen. Ah, hier steht es ja sogar kostenlos. Und hier steht es möglich. Ah, okay. Gut, ihr habt schon angefangen zu tippen, ne? Ihr habt den Kommentarfeld schon abgeschickt. Nein. Ich habe es alleine geschafft. Okay, dann geht es ja nur um eine mögliche Richtlinie. In dem Fall... Boah, ich habe noch nie mit so viel Richtlinien gespielt. Ich glaube, es ist fast egal. Dann würde ich halt sagen, gut, nehmen wir halt... Also es wird nicht auf militärische hinauslaufen. Wir werden sicherlich, wenn wir Humanismus haben, hier noch ein bisschen was und Wirtschaft. Also es wird ein großer administrativer Fokus sein. Es ist, wir werden keine 4 von beidem brauchen. Und sonst macht es auch keinen Unterschied, ne? Kostet gleich viel. Aber weil wir jetzt halt in der Eingruppe schon was genommen haben, nehmen wir halt hier noch den moralischen Grundsatz. Mein Gott. Vielleicht bereuen wir es. Vielleicht nicht. Wir finden es raus. Wir haben fröhlich Kolonien im Bau. Wir haben ein, zwei Kriege vor uns. Einmal beginnen wir hier in Nordamerika. Unsere Armee marschiert schon Richtung Lübsch-Ostindien. Nee, ist ja Lübsch-Quebec. Und das wahrscheinlich auch fertig werden wird. Unterwegs könnten wir diese Fanatiker niedermachen. Und dann möchte ich hier angreifen. 20 nette Entwicklungen nehmen. Das wird auch Neu-Lübeck stärken. Da kommen wir auch relativ fix dann, glaube ich, auf 10 Provinzen hoch. Voller Fokus dann auf Lübsch-Quebec. Honduras jetzt auch gleich fertig. Könnte man jetzt überlegen, ob man den mal dann hier zum Beispiel Richtung Kamerun schickt. Weil ich es auch hässlich fände, nur eine Provinz dann nur zu haben. Oder ich spekuliere darauf, dass ich doch diese hier noch kriege. Die einfach als Sprungbrett zu benutzen in diese Regionen hier. Andererseits hier eventuell dann auch Eroberungskrieg gegen Benin nicht komplett absurd wäre. Ja, wir holen uns mal Calabar einfach als Sprungbrett. Vielleicht sogar dann hier ein paar mehr Provinzen. Können wir uns hier so reinsetzen. Gar nicht verkehrt. Kleine afrikanische Provinz. Wir wollen ja auf der Welt präsent sein. Oh, ja. Oh, Leute, da stoßen wir erstmal drauf an. Ihr seht's. Wachstum der Druckerindustrie.
Thrombos ist gespawnt. Ja. Bei uns, oder? 100 Akten macht 100 Diplom, macht 100 militärische Macht, 20 Prestige, 25 Fortschritt der Regierungsreform. Bam. Stettin, da. Erhält Zentrum des Drucks bis zum Ende des Spiels mit folgender Auswirkung plus 10% Institutionsverbreitung. Geil. Gucken wir uns sofort an. Das ist ein richtiger Boost, den haben wir gebraucht. Naja, nicht unbedingt jetzt, aber der tut uns natürlich gut. Man nimmt ihn mit, während die Osmanen das mit einem Krieg gegen die Mamelucken feiern. Da. Nee, da. Ah, oh, Stettin, das Zentrum des Drucks. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch nicht mehr nachgeguckt, was die Bedingungen dafür sind, dass das da triggert. Ich weiß nur, dass, glaube ich, dass die Druckerpresse auf jeden Fall hier in dieser Region immer getriggert wird. Genauso wie die Renaissance immer in Italien triggert. Bei den anderen, glaube ich, ist es egal, oder? Ich weiß nicht, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Stettin es bekommt. Außer, dass es in dieser Region liegt. Und mutmaßlich, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weil hier geht es ja nur um die Verbreitung der Institution. Also wann verbreitet sich die Druckerpresse? Es geht nicht darum, wann triggert es da, oder? Ganz kurz mal. Wenn wir uns das für einen globalen Handel angucken, nee. Ey, wir müssen mal kurz in uns gehen. Könnt ihr skippen, wenn ihr euch das nicht interessiert. Also 1600 wäre der früheste Zeitpunkt, wo jetzt der globale Handel triggert. Wahrscheinlich in Lübeck erscheinen, aufgrund von... Okay, es könnte in Lübeck erscheinen, wenn es nach 1600 ist, Lübeck keine Insel hat. Lübeck ist der höchstwertige Umschlagplatz der Welt. Okay, da haben wir ja die Bedingung, wo der globale Handel triggern würde. Plus ein paar Nebenbedingungen quasi. Okay. Aber wie war das jetzt hier? Hier sieht man es jetzt nicht mehr, oder was? Ja, ganz ehrlich, fuck it. Wir haben's. Ich weiß nicht, ob ich was dafür getan habe. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Ich finde, wir haben uns das durchaus verdient. Mal gucken. Ne, Moment, hier können wir auch drüber gehen, bevor ich da jetzt wieder ewig suche. Gut, wir sind natürlich alle noch bei 0%, aber bam, Stettin. Bam. Das Schöne ist, glaube ich, wir rivalisieren doch... Ne, ups. Wir rivalisieren Brandenburg. Das heißt, von hier wird auch nichts überspringen, so einfach. Ne? Ich glaube, die müssen es aus sich... müssen es von alleine schaffen. So, können wir direkt noch Techno mitnehmen. Nämlich die spanische Tercio. Sind wir jetzt auf Tech 12. Wunderschön. Ziehen gleich mit den Brandenburgern, das ist immer so ein bisschen meine Referenz hier. Was hatten wir neu? Tertio Infanterie. Ja, ist der ausgewogenere Mix. Noch eine Tech, und zwar Linienschiffe. Flottenmoral erhöht. Ja. Und das heißt, wir sind auch einfach mal wieder jetzt technologisch voll dabei. Können dann wieder mal ein paar Machtpünktchen vielleicht auch in die Städte stecken. Auch so ein Punkt tatsächlich, warum ich sage, durchaus ein goldenes frühes Zeitalter freisetzen. Ne? Weil die Punkte, die ich jetzt hier spare, die 10% sind es ja, glaube ich, Machtpunkte für auf alles, die investiere ich ja in großen Teilen zum Beispiel in meine Provinzen, zum Beispiel in das glorreiche Lübeck. Was, glaube ich, am Ende ein Perk ist, ne? Eine Stadt mit 50 Entwicklung zu haben oder eine Aufgabe. Okay, wir einigen uns mal kurz drauf, das sind die Aufgaben, das sind die Perks hier. Gut. Ich spiele nur mit einer Hand. Guck mich an die Tastatur. Muss Bier trinken. Es gibt aber auch was zu feiern. Die Katholiken haben sich hier durchgesetzt, oder? Aber nur die Region. Ganz kurz, hier passiert mir immer zu viel gerade. Staatsmann Valentin Heinzsohn ist tot. Scheint sich auf die... Oh ne, hier auch alles katholisch plötzlich, oder? Ja, teils. Wir hätten das so machen können. Also, vier Provinzen sind katholisch geworden. Naja, das sorgt natürlich für ein gewisses Ungleichgewicht. Hier geht. Wie wär's, Leute? Was wir tun könnten. Ich mache euch mal ein Angebot. Ich will doch diese Provinz hier haben.
Wir haben gerade 638 Kolonialreichweite. Bräuchten aber 709. Boah, 4000 Eingeborene. Fast 2000 Mann, glaube ich, schicken müssten. Überlegung wäre, wenn der jetzt hier fertig wird in Honduras, dass ich Diplomaten doch hierhin schicke, nicht nach, doch nicht in diese Region. Weil hier hat man einfach einen sicheren Zwischenhafen. Ich sehe den nur als Zwischenhafen hier in dieser Ecke. Vielleicht auch Richtung Madagaskar. Hier zum Beispiel Mosambik-Kanal, dass wir so ein paar Inselchen uns sichern. Auch Richtung Indien. Das wäre sehr, sehr wichtig. Vielleicht auch hier unten. Das ist auch recht weit, ne? Hey, aber da sagt er mir gar nicht den Kolonialreich, wie weit ich weg bin. Das ist interessant, hier kriege ich gar nicht den Tooltip. Außer, dass es nicht geht. Ich würde kurzzeitig den hier einstellen. Kostet natürlich viel zu viel, wir können es eigentlich gar nicht leisten. Und dann feuere ich ihn wieder. Das heißt, ich gebe jetzt 100 Dukaten dafür aus, dass ich kurzfristig die Reichweite habe. Wobei plus 20%, shit, würde überhaupt gar nicht reichen, ne? Weil, Frage, die 20% schlägt er ja wahrscheinlich auch auf die 425 drauf, ne? Sprich, plus 80. Mir fehlen aber. Geht es genau nicht auf? Ne, warte mal, ich kann, hab Mathe verlernt. Ne, es würde. 62 plus 9. 71 würde ich noch. Oder? Freunde, ja. Okay, wir machen das. Ist eine Investition, aber dann haben wir hier einen safen Platz einfach in Afrika. Aber Afrika ist erstmal nicht die Priorität, die sehe ich erstmal nur als Zwischenposition. So, zack. Und Duras hat auch gar keinen, der jetzt frei wird. Wir müssen irgendwo einen abziehen. Möglichst nicht. Naja, es sind jetzt alle drei natürlich, die wir haben, ne? Nehmen wir die, die am weitesten entwickelt ist. Das wird die hier sein. Den rufen wir ab. Pause. Den schicken wir jetzt hier hin, richtig weit weg. Das wird dann unser. Ich finde das immer nicht da. Das wird dann unser Ausgangspunkt, um auch hier zu erkunden. Um neues Land zu besiedeln. Frage wäre jetzt, reichen da 1000 Mann für? Das sind nicht sehr aggressiv, aber es sind 4000. Ein bisschen Schiss. Gegen 1000 locker, ne? Aber ich glaube, 4000 könnte knallen. Ich glaube, das reicht. Jetzt habe ich 60 Tage, baue noch eine Truppe. Und dann habe ich ein bisschen Zeit, um 263 Tage, um dann auch noch dahin zu segeln. Also 200 Tage werden ja reichen. Das heißt, ich nehme jetzt hier die 1000 plus nochmal 1000 mit. Schippe rüber. Dann ist das ein kurzer Ausflug, aber finde ich gut, weil wir wollen ja wirklich weltumspannend denken. Das unterstreicht so ein bisschen unseren Anspruch. Und sobald er da ist, feuere ich ihn einfach wieder. Aber jetzt kann ich ihn mir auch kurz leisten. Kann ich die Machtpunkte auch gerade mal mitnehmen. Ah ja, und unser Krieg. Aha. Vor lauter Freude, vor lauter Feierei, jetzt unser Krieg hier vergessen. Also. Nein, verbünde bitte die Irokesen. Wo sind denn die Irokesen jetzt schon wieder hin? Ah, gucken wir mal gerade ab. Ne, falsch da. Zack. Das sind die hier. Ja gut, die können wir natürlich auch schon mitnehmen, ne? Neu-Lübeck mitmacht. Ich habe ein bisschen Schiss um die 3000 Mann hier. Deshalb machen wir mal so. Ich schicke mal zur Sicherheit mein Schiff hier hin. Meine Schiffe. Kann ich nämlich Truppen evakuieren. Okay, dann gegen die Irokesen, die können wir auch noch annektieren. Unsere Kolonialnationen gehen eh mit. Die Irokesen und Ottawa gehen rein. Wir sind deutlich überlegen. Tun wir es. Ich weiß gar nicht, warum wir. Ah, wir haben ja neue Infanterieeinheit, ne? Hätte ich vielleicht noch einen Monat bis zum Monatswechsel warten können. Ich komme erst am 1. Mai an. Perfekt. Jetzt wäre es geil gewesen, wenn die Truppe hier auf die Irokesen ginge. Boah, die sind nicht so schlecht. Die sind gar nicht so schlecht. Ah, da sind die Irokesen. Ja.
Eieiei. Boah. Holy fuck. Wir sind vier Tech-Stufen. Drei Tech-Stufen. Naja, das ist nicht so viel. Voraus. Okay, Freunde. Es wäre natürlich geil, wenn Lübsch Ostindien und so weiter auch eingreifen würden in die Geschichte, wenn sie ihre Truppen rüber schicken. Wenn die sich jetzt hier allerdings zusammenwerfen, wird es ein bisschen problematisch. Und die Frage ist, wie lange dauert es, die runter zu belagern? Komm, wir können einfach geschlossen kämpfen. Erlaube, dass die sich bei mir einfach anschließen. Muss nur ein Auge auf die Truppe hier oben haben. Dann ist alles gut. Bisschen Tempo hoch. Gucken immer mal, ob ist meine Armee schon fertig? Jawohl, zack, 2000 Mann. Die können schon mal los. Oh, ich hoffe, das machen die Schiffe. Das schaffen die, ne? Ja, ja. Das ist ja die meiste Zeit an der Küste. Dann hier einmal rüber. Passt. Jawohl, sie schließen sich an und dann mache ich jetzt nämlich kein Drama draus. Nee, die kriege ich. Das ist egal. Wir belagern sie jetzt einfach nieder. Wäre cool, wenn jetzt natürlich Lübsch Ostindien sagt, komm, wir machen mal mit. Also, wirklich mit. Sind schon ein paar Männer. Auch Tech 9 sogar, Tech 7. Die Otter, was mir mit am egalsten sind. Kurz hier die Provinz schon mal besetzen, nicht, dass sie da noch mehr Männer rausheben. Jetzt machen wir einfach ein Wettrennen. Massachusetts. Wir sind über 1, aber wir sind schon einen Ticken weiter. Wir sind schon bei 4. Und wir haben Kanonen. Sie nicht, wir haben eine Kanone, sind wir ehrlich. So, ja, ne, wir machen erstmal weiter. Ah, das Geld werde ich gleich woanders brauchen. Abberufen. Ah ja, wir haben immer noch das Projekt, natürlich unsere Handelslinie zu erweitern. Aachen, mittlerweile der Teil. Dortmund, wie. So, jetzt ein Bündnis bereit. Okay, Dortmund kriege ich rein. Goslar nicht. Okay, aber Dortmund würde beitreten. Kleve vielleicht. Eierberg hat mehr als die Provinz. Das ganze Kleinstnation. Jetzt muss man natürlich wissen, Hessen wäre eh potenzieller Gegner. Okay, dann erstmal Dortmund noch als nächstes. Gibt es eigentlich ein Maximum? Für die maximale Größe? Theoretisch wären ja sogar solche gar nicht unrealistisch. Ich will jetzt aber auch meine Macht nicht zu sehr verstreuen hier. Und am Ende vielleicht doch mal in so einen Kampf reingezogen zu werden, weil ich muss sie verteidigen, ne? Sonst geht die Sache den Bach runter. Oh, hier müssen wir auf jeden Fall mal Beziehungen verbessern. Russland rüstet auf, wir sind aber bei 100, perfekt. Nur kurz mal einen Blick riskiert, weil Briten vielleicht nochmal Beziehungen hochhalten. Bei den Franzosen sowieso. Und wir gehen wieder rüber. Eieieiei. Idee. Wir holen uns die Provinz und befreien sie dann hier mit dem Schlag. Besetzen Penacook. Weil hier haben wir auf jeden Fall das Terrain für uns und wir sind hier auf jeden Fall voll fertig. Wir sind schon bei 9. Sehr, sehr gut. Oh, nächste Provinz ist schon fertig. Wo sind jetzt die? Sehr gut, sind schon da. Soldaten. Ich vergesse sie auch manchmal an Bord zu nehmen. Oh, kann ich mir das gerade leisten? Wie geht denn das? Wo verdiene ich denn gerade so absurd viel durch Handel? Das ist ja richtig, richtig viel. Aber ich möchte trotzdem da hier auf einen anderen setzen, glaube ich. Ich brauche eher die Kohle. Ich brauche erstmal bei Einser Beratung. Gut, der ist quasi ja umsonst. Kriegssteuern? Mhm.
Warum erhebe ich gerade automatisch Kriegssteuern? Also deshalb verdiene ich gerade auch so viel Geld, ne? Die sind. Ah, ich erinnere mich ganz dunkel, dass wir irgendwann mal einen Krieg geführt haben. Also ich brauche eher die Machtpunkte als die Kohle, sind wir ehrlich. Daran wird es wahrscheinlich liegen, oder? Gucken wir mal. Ist hier das Gefüge verändert? Ah, ist ja schon allerhand. Das könnte schon reichen. Jetzt gucken wir auch mal hier kurz, wie stark sind die? Ja, 4000 Mann, das ist schon ganz gut, dass sie die dabei haben. 2000 schaffen sie einmal. Okay, hier haben wir jetzt schon zugegriffen. So, bevor sie Massachusetts nehmen, Stadt gleichnamig, schlagen wir hier kurz sie zurück. Das sind so 2000 Mann mehr, wir sind ja technologisch deutlich vor. Wir haben. Wann ist der Gegner? Boah, trotzdem ganz schön Verluste. Hier und da überall eingeborenen Aufstände. Niederlande, Portugiesisch, Mexiko. Ja, von mir aus. Pause. Zu viele Schlachten gleichzeitig. Ah, wir sind gerade rausgegangen. Das ist gar nicht verkehrt. Wir kommen am 14. Sie können am 18. verstärken. Bis dahin können wir ordentlich Schaden machen. Alter, sind die stark. Kann ich da? Ich muss kurz mal verstärken, glaube ich sogar. Sind fast. Eieieiei. Eieieiei, kostet mich das viel. Die haben ja echt meine Moral. Gut, wir haben halt überhaupt keine militärischen Ideen bisher, ne? Das muss man auch dazu sagen. So, wir sind bei 93 republikanischer Tradition. Unser gerechter Syndikus Erwin Telemann soll auf jeden Fall wiedergewählt werden. Frankreich ist fertig. Wir verlieren 131 Dukaten. Das passt perfekt. Diese erhitzten Debatten. Ja, die kosten Geld, die kosten Geld. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob wir die Truppe dann aufgelöst haben. Teile davon. Aber das war teuer. Fanatiker schon wieder. Warum? Warum sind hier protestantische Fanatiker? Das stimmt mit diesen Leuten nicht. Und warum reagiert Lübsch-Ostindien nicht, wenn hier in ihrem Hinterhof ein Krieg geführt wird. Ah, nee, da ist die abgezogene Armee. Die müssen sich jetzt nach Ottawa zurückziehen. Könnte man nachsetzen, aber es kostet mich ja auch. So, die 1000 Mann, die schicke ich zurück. Pause. Kurz gecheckt, unseren Kolonien geht's gut. Wir haben wieder einen Diplomaten frei. Das Ding ist, sie will die natürlich auch annektieren. Ich will nicht alles außer die annektieren. Das wären hier auch nochmal 10 Entwicklungen. 31 Entwicklungen insgesamt. Schon lecker. Aber nichts sagen. Oh, jetzt habe ich sie erkannt. Das ist eine Kriegserklärung. Freunde, das ist eine Kriegserklärung. Sink ninkt. So nicht. So nicht. Zoll auf Tabak. Ja, auf so ein Event habe ich tatsächlich mal gewartet. Lübsch-Ostindien plus 5% Zollwert. Ich denke mal, Lübsch-Ostindien werden wir perspektivisch im Griff haben, denn die werden jetzt nicht so gigantisch wachsen, nehmen wir es mit. Sind auch die größten Geber gerade. Alternative wäre ein bisschen Macht, aber das ist. Hier wollte ich verhindern, eigentlich, dass sich hier noch jemand reinsetzt. In dieses gemachte Nest. Das Ding ist, ich werde die nicht rauskriegen, glaube ich. Nicht so einfach. Bräuchte mehr Truppen. Ich habe jetzt hier natürlich keine Möglichkeit gerade. Ach doch, ich darf hier auch rekrutieren, oder was? Ich brauche ja eh noch mehr. Also ich will ja eh früher oder später mehr Truppen ausheben. Ach, ich habe keine Kohle. Aber 1000 Mann ist nicht verkehrt. Gut, dass wir ein bisschen was an Reserven aufgebaut haben. Gut, hier kann ich gerade nicht helfen. Hier verstehe ich übrigens nicht, warum Lübsch-Ostindien sich da nicht mehr drum kümmert. Ganz kurz, meine Diplomaten sollen nicht untätig bleiben. Oh, interessant. Spanien hat natürlich. Und Portugal. Ja, die wollen unser Zeug. England auch.
Ja, ist natürlich ein Problem, wenn die ganzen Kolonialnationen sind dann eher schwieriger in der Allianz zu kriegen. Und dann, und dann. Vielleicht noch zum Kaiser. Weiter. So, könnten wir gleich das Gleiche versuchen. Jetzt Delaware wird natürlich schneller fallen, weil die Garnison nicht allzu stark ist. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier schneller sind in Penacook. Dann wieder umkehren und sie nochmal hier zu schlagen. Ein Rennen. Aber es geht hier auch ein bisschen was. Ne? Es geht auch quasi um den Händler. Wir sind hier in Neu-Lübeck gerade bei 7 Städten. Dann hätten wir es quasi. Oh shit. Die habe ich übersehen, die 1000 Mann. Nicht eher nicht. Die werde ich da auf dem Leben nicht wegkriegen. Ich fürchte meine Flotte. Na, die ist viel zu spät. Gucken. Vielleicht gewinne ich hier erstmal das Rennen um die Kolonie. Um die Kolonie. Es wird eine Kolonie sein, früher oder später. Gar nicht schlecht halten sie sich allerdings. Könnte dazu helfen, dass sie nicht ausgelöscht werden. So viel dazu. Heben wir immer noch eine Truppe dann Condotta-Infanterie aus. Wie gesagt, die haben keine Artillerie. Jetzt gucken wir mal, wie schnell sie hier sind. Bleiben bei 0. Wir gehen gleich hoch auf 4. Immerhin. Braunschweig erklärt uns zum Rivalen. Oh, interessant, was ist hier gerade passiert? Brandenburg gibt Land zurück. Die Oberpfalz ist nun im Besitz der Pfalz. Okay, Brandenburg scheint seinen Krieg hier durchzuhaben. Ah ja, stimmt. Sie hatten ja hier unten ihre. Die habe ich fast übersehen. Brandenburg hat natürlich noch ein bisschen mehr Land als das hier oben. Berlin gerade besetzt durch Rebellen, gefällt mir. Und dann hatten sie hier gerade die Oberpfalz und haben sie zurückgegeben, weil Sachsen Druck gemacht hat. Okay, verstehe. Wir haben nicht mehr viele Freunde in der Welt, habe ich das Gefühl. Den einen Diplomaten lasse ich mir jetzt aber gerade mal, den brauchen wir eh demnächst. Was haben wir da alles entdeckt? Das ist eine Menge. Also ein bisschen das Inland. Ai, ai, ai. Ja, natürlich auch interessant für Eroberungsfeldzüge. Hier haben wir schon Anspruch, jawohl. Ah, der Krieg greift über in die neue Welt. Der englisch-französische. Aber der wird sich ziehen, weil England hält die Insel. Das ist dann nicht so viel Warscore. So, hier gehen wir mal auf Stufe 3. Delaware ist besetzt von mir aus. Er zieht doch Kräfte, ne? Schon 8000 Mann verloren. 5300 davon unsere. 3, 0. Wo stehen wir? Kleiner Seuchenausbruch. Aber hier sind die Mauern schon durchbrochen. Ja, das wird jetzt schnell gehen, shit. Ich will halt die Provinz nicht nochmal verlieren. Das wäre ein bisschen eklig. Sonst muss ich hier gleich abbrechen. Dann würde ich vielleicht 1000 Mann stehen lassen, um den Fortschritt zu halten. Ich fürchte, mit den durchbrochenen Mauern sind sie jetzt zu schnell. Wir warten jetzt mal noch eine Runde ab. Aber die sind zu schnell. Und ich könnte sie zwar dann rausnehmen. Ich muss darauf reagieren. Jetzt 1000 Mann, ich stelle jetzt 1000 Mann rein. Sichere den Belagerungsfortschritt. Ja, mein Gott, Handelseffizienz. Zack. Komme ich zwar nicht weiter, aber ich halte sie zumindest zurück. Pause. Kann ich die zusammenführen? Zack, vorwärts. Dauert mir zu lang, dieser Krieg. Weil es so viele involvierte Parteien gibt. Und wir hätten ja mehr Soldaten, das ist ja nicht, ne? Wir hätten ja noch ein bisschen was. Aber es ist gut, dass wir kommen. Boah! Ging das schnell. So, Manhattan ist kein so gutes Pflaster. Könnten sie hinten weg.
trotzdem bereit. Ah, shit. Das bin ich quasi. Ich will nicht der sein, der angreift. Kriege Sachsen abberufen. Wie verhalten wir uns? Die haben ganz schön aufgerüstet nochmal. Oh, noch mehr Männer. Ich heuer ja nichts übers Limit an gerade. Ganz wichtig, ne? Wir haben noch ein bisschen Platz. Zack. Ne, falsch verklickt. Missklick, missklick. Zack. Jetzt könnten sie einen ganz weiten Weg ziehen, oder was? Jetzt kurz die Überlegung. Ja, wir holen die erstmal. Ah, jetzt zieht sich der Krieg, weil ich mehr Männer hätte rüberholen sollen. Ja, gefühlt muss ich jetzt mit dem kämpfen, was ich habe. Ja, militärische Macht natürlich. Hol kurz die Provinz. Ich wäre bereit, Ottawa rauszulassen. Das sind einfach ein paar tausend Mann, die Sache hier natürlich verkomplizieren. Oh, ich frage mich schon die ganze Zeit, warum mache ich so einen Plus? Aber mir fehlt eine... Ich meine, welche Kolonie habe ich denn jetzt? Ja, die geht hoch ohne Ende, ne? Die wächst. Aber ich hatte... Moment mal. Ich habe gerade 1, 2, 3. Ah, okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche fertig geworden ist. Es muss hier ein gewesen sein. Hier ist das irgendwo, haben wir eine Kolonie verpasst. Punkt. Jetzt graben wir den Niederländern. Wichtig, den Niederländern vielleicht nicht zu viel Land abgraben. Wir wollen sie natürlich schon durchaus in die Lage versetzen, dass sie auch wachsen können. Aber das sind nicht 1, 2. Ja, die können sich ein bisschen ausdehnen. Rufen wir den ab. Der See gleich fertig. Zack. Und uns. Na gut, erstmal. Mir fehlen 1000 Mann, ne? Ja, das sind die, die ich in Delaware verloren habe. Shit. Okay, die kann ich hier neu ausheben. So, jetzt kurz hier für Ruhe sorgen. Achtung, Truppen zurückziehen. Oh, ich hab. Das war ein Missklick. Ich wollte definitiv nicht sagen, dass sie sich zurückziehen. Dass sie nicht mitziehen sollen. Das sollte jetzt aber schnell gehen. Okay, aber jetzt nicht die Übersicht verlieren. Also die Konini holen wir. Da sind wir wieder bei 5. Aber jetzt wären gleich noch 2 fertig. Das Ding können wir auch schon mal abrufen. Der geht dann einfach direkt hier hin. Dass ich hier nicht... Oh, Delaware. Ach, jetzt versteh's. Sorry. Okay, Delaware war einfach noch nicht fertig. Shit, ja, genau. Ich habe die 1000 Mann in Delaware verloren. Sie haben sie besetzt, deswegen tauchen sie hier gerade nicht mehr auf. Aber sie tauchen trotzdem noch in meiner Rechnung auf. Okay, wartet. Aber dann passt es trotzdem, weil der wird gleich fertig, der geht hier hin. Und der wird gleich fertig, der geht hier hin. Passt schon, passt schon. Truppen wieder zusammenziehen. Gott, sind das viele. 15.000 Mann. Die werden jetzt hier wieder belagern. Das heißt, wir holen jetzt die Provinz, schlagen sie hier. Ich will sie jetzt annektieren. Da muss ich sie komplett wirklich zu Brei verarbeiten. Die Maschine jetzt hier durch, oder was? Kommt, come on, come on. Okay, und da belagern. Was man halt tun könnte, wäre gerade nochmal ein Trick. Kurz stehen lassen. Ah, kriege ich nicht, okay. Ich überlegt, ob ich sie abfange, aber die könnten wir sonst tun, die Irokesen. Ja, erstmal die Provinz sicher. Es wird nicht für eine Annexion reichen, ne? So, es. Fast 3 Jahre bei dieser Krieg. Shit, 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 das will ich nicht. Jetzt marschieren sie nämlich hier wirklich den Weg. Das soll nicht passieren, weil jetzt kriege ich Stress. Das nervt mich dann natürlich richtig. Okay, wir kriegen eine Schlacht. Die wird wehtun. Ich habe auch noch die Flussüberquerung. Ich
Ich hole mir mal kreative Lösungen gefragt. Auf jeden Fall verhindern, dass sie hier. Oh, weia, kommt schon! Oh Gott, ich verliere gegen die Indianer. Ich verliere gegen die Indianer. Und zwar deutlich. Und da können wir keine Armee mehr. Eieieiei. Jetzt wird's peinlich. Jetzt wird's unangenehm. Okay, die sind natürlich bereit rauszugehen, aber ich habe. Okay, erstmal schlug mir Scheiße. Ich weiß noch, schon etliche Folgen her, aber da hieß es, ich hätte mir hier mit den Arawak, die dann nach Panama marschierten, ein kleines Vietnam geschaffen. Jetzt haben wir uns ein großes Vietnam geschaffen. Wir versenken halt richtig viel Truppen, weil wir nicht in der Lage sind, die Indianer hier in den Griff zu kriegen. Die haben natürlich die Zahlen. Okay, Leute. Wir holen Truppen. Wir reagieren. Und der drillt hier die ganze Zeit nicht. Ist es übrigens ein Fehler, dass ich die ganze Zeit mit meinem Entdecker kämpfe? Könnte ein Fehler sein, ne? Shit. Ah, hätten wir viel zu früher reagieren müssen. Jetzt mobilisieren wir erstmal. Oh weia. Jetzt holen sie sich ihre Provinz zurück. Neu-Lübeck wird abgespalten. Das wird böse. Das läuft überhaupt nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt muss ich noch einen Kredit aufnehmen. Jetzt mich kurz davor, hier gleich irgendwie Söldner auszuheben. Okay, ganz kurz. Wie machen wir das? Wie kriegen wir die Nummer in den Griff? Wo sind die jetzt alle? Ich kann die Irokesen rausnehmen, weil ich werde sie nicht annektieren können. Das ist das Ziel. Ich kriege sie nicht mehr zum... fast zum Vasallen. Das war nicht so zielführend, ist ehrlich gesagt. Annexion ist aber fast drin. Okay, die Irokesen hätte ich fast. Ich erwartet. Normalerweise geben die ja erst ganz spät erst auf. Okay, wir wollen nicht die Heimat vergessen. So, jetzt habe ich eine Kolonie zu viel, aber zwei, drei werden gleich fertig. Das habe ich übersehen. Moment mal. Wie sind denn die Osmanen in den Krieg gegen Venedig geraten? In einem Krieg? Weil sie haben das Mamelukenreich angegriffen. Das haben wir mitbekommen, richtig? Jawohl. Aber die Mamelucken, sind sie verbündet? Mit Venedig? Das ist ja eine Sensation. Was ist denn hier los? Das habe ich auch nie erlebt. Die katholischen Venezianer verbünden sich mit den Mamelucken gegen das Osmanenreich. Und das Osmanenreich wird verlieren. Es verliert diesen Krieg. Wow. Und Venedig wird noch stärker. Ich will dieses Venedig als Bündnispartner haben. Ich krieg's nur nicht. Das ist ja genial. Das ist ja fucking genial. Ich weiß gerade nicht wirklich, wo ich meine Diplomaten noch hinschicken kann. Will mich damit auch gar nicht so sehr beschäftigen. Ich will diesen Krieg gewinnen. Ich gehe ja nicht aus dieser Folge raus, Leute. Ohne dass dieser Krieg gewonnen ist. Absolute Katastrophe, was hier passiert. So. 4000 Mann fehlen. Flotte ist auf dem Weg, um Hilfe zu holen. So, die Provinz ist fertig. Wir verteidigen hier. Die gehen auch dahin. Die werden jetzt das Land hier oben besetzen. Ist in Ordnung. Ich habe halt nur Angst um meine Kolonialtruppen. Deshalb wollte ich hier unbedingt diese Schlacht schlagen, was natürlich... Flussüberquerung plus lichter Wald. Ärgerlich. So, die Truppe muss ich erholen. Irokesen versuche ich rauszukriegen. Durch Annexion. Perfekt. Kriegen wir hin. Leg sogar noch ein paar Dukaten drauf. Perfekt. Okay. Das macht es jetzt natürlich bedeutend einfacher. Weil die einfach als Faktor rausfallen. So. Wie viele Irokesen nehme ich damit weg? Ein paar. Okay, super. Da können wir schon mal einen Haken hintermachen. Brauchen sie jetzt Kernprovinz. Und dann werden sie automatisch in den Besitz von Neu-Lübeck übergehen. Jetzt haben wir hier Ottawa. Und, perfekt. Das ist natürlich noch besser. Irokesische Nationalisten, die jetzt hier mit denen anlegen müssen.
Okay, die Truppe marschiert hier mal kurz auf. Ein bisschen erholen sollte sie sich vielleicht noch. Ja, ihr habt recht, ihr habt recht. Wie weit ist meine Flotte gediehen? Ja, fast da. Und sieht auch noch ganz gut aus. Okay, ich lasse noch mal einen Monat. Boah, ich bekomme ja kaum Truppen rein. Weil ich am Ende der Welt hier natürlich mich positioniert habe. So, Ottawa will ich eigentlich nur aus diesem Krieg treiben. Die haben ja nichts zu bieten. Also ob sie jetzt mir 20, 30 Dukaten am Ende des Tages geben, die kriege ich nicht weg. Dafür verliere ich jetzt hier neue Lübecks Armee. War es nicht. So, auch fertig. Geht hier hin. Die ist auch fast fertig. Und jetzt habe ich schon wieder eine. Okay, wir dürfen nicht vergessen, dass wir Delaware noch haben. Sobald der Krieg beendet ist, wird Delaware natürlich weiter ausgebaut. Das wird dann die Nummer 5. Das heißt, ich arbeite erstmal mit 4. Dann steht jetzt hier hin. Aber die hier kann ich eigentlich schon mal losschicken. Und zwar dann einfach dahin. Von mir ist auch. Ist das eigentlich auch noch kolonial? Naja, das ist auch kolonial Ostamerika. Das ist natürlich ganz gut. Ja, stimmt, ist ja Florida. Das heißt, ein potenzieller Krieg gegen Florida würde es uns erlauben, auch diese Provinz hier zu nehmen. Die nervt natürlich tierisch. Würde ich hier hingehen, 5 Entwicklungen. Den ziehen wir nämlich jetzt. Ah, nein, da ist schon einer. Okay, warte, Pause. Das ist gerade Chaos-Modus, Leute. Den können wir schon mal senden. Die Kolonie wird gleich fertig, der geht dann dahin. Wir bleiben bei 4, weil wir Delaware noch im Hinterkopf haben. Jetzt könnte ich die und Ottawa muss ich wahrscheinlich einfach ignorieren. Machen wir auch. Wir stehen jetzt hier runter. Könnte auch so schon reichen. Ab. Ja, das können wir so übersetzen. Schicke neue weitere Schiffe. Ich werde über dies auch mal ein paar Transportschiffe bauen. Ich merke, das ist echt nicht cool. Seit wann haben wir 74 Einheiten damit? Sind wir dann zu der Ehre gekommen? Egal, wir nehmen wie es ist. Aber wir bauen mal 3 Fleuten. Zusammen mit denen auf 10 kommen. Okay. Verstärkung naht. Können wir diesen Krieg jetzt vernünftig zu Ende bringen. Ich ignoriere die, weil die wirklich am Ende der Welt für mich sind. Und greife jetzt da an. Cool werden mal. Das ist cool werden. Okay. Finanziell sind im Plus. Großer Bauernkrieg. Okay. Effekt. Unruhe global plus 6. Das ist Bauern in 4 Jahren. Okay, kann ich mit leben. Kann ich mit leben. Hier marschieren wir einfach jetzt runter. Gibt es vielleicht eine Schlacht, aber die können nichts. Die können nichts da. Jetzt müssen wir aufpassen, was macht Ottawa. Jetzt segel ich erstmal hier hin. Oh, ist falsch. Die Flotte muss es sein. Einen Blick haben, falls sie jetzt hier hin marschieren. Ich habe 8000 Mann. Die können nichts. Ah, sehr gut. Hier ist jetzt auch Neu-Lübeck schon unterwegs. Aber das ist ein kostenintensiver Krieg. Oh, kein so gutes Terrain, aber come on. Wenn nicht viele Truppen, werden wir wohl in der Lage sein, so ein paar Indianer zu schlagen. Okay, ich habe sie hier gerade marschieren sehen. Aus Ottawa. Nicht selbsterhaltend. Hohe Zermürbung, ja, gucken wir uns gleich an. Wir haben den. Und ja, ich sehe, dass ich noch einen Händler habe, den setzen wir gleich. Warum habe ich eigentlich noch einen Händler? Wo kommt der denn eigentlich her? Ah, es ist schon Neu-Lübeck. Perfekt, super. Zack, 1, 2. Kurz, 1, 2, 3. Das heißt, ich muss einen ab. Was sind meine Kolonisten denn gerade? Hier ist ein Kolonist.
Ah, hier ist er schon gesendet. Okay. Alles klar. Kriegen wir hin. Passt. Auch das sieht ganz okay aus. Ey, Leute, Ottawa, ne? Wenn ihr nicht mehr wollt, ihr könnt gehen. Okay, unsere Kolonie wurde vom römischen Fieber heimgesucht. Da müssen wir natürlich gegen vorgehen, ja. Leute, immer erstmal reagieren. Wir marschieren die jetzt. Kann man jetzt hier auslöschen. Okay, die Verstärkung kommt. Die setzen wir dann hier ein. Und kreisen sie jetzt von beiden Seiten ein. 2300 Mann, hervorragend. Hauptsache, sie kommen mir nicht. Erst in die Ecke treiben. Das ist krass, wie viel Zermürbung das doch anrichtet. Wo marschiert ihr jetzt? Ach, ihr seid immer noch mit weißer Flagge unterwegs. Mhm. Mhm. Wie weit dürft ihr euch denn zurückziehen? Auf das Terrain hier? Bin ich ja ewig unterwegs. Ey, das nervt mich, dass sie da hinlaufen dürfen. Na gut, dann besetzen wir jetzt halt den restlichen Teil hier. Boah, es ist ein nerviger Krieg. Unnötig lang, unnötig teuer. Ich bin nicht ganz ehrlich. Ich muss Ottawa rausdrängen eigentlich. Okay, ich belagere hier jetzt, versuche es gleichzeitig sie zu nehmen. Ja, faszinierend, was hier im Osmanenreich passiert. Das sind die großen Kriege gerade, ne? Frankreich gegen England, Osmanen gegen Venedig und die Mamelucken. Aber in der Phase des Spiels habe ich noch nie ein Osmanenreich verlieren sehen. Ansonsten Frieden. Wir bleiben drauf. Aber dieser Krieg muss jetzt bald mal enden. Der ist halt nicht gut für uns. Sind wir uns einig. Ganz kurz hier warten. Oh, bei 3100 Mann reicht. Eingeboren, ne? Kein Problem. Stört mich nicht. Anspruch verloren, hole ich mir zurück. Kolonie beschädigt Delaware, gut, das war klar. Spionagenetzwerk aufbauen. Ist mir egal, wie lange diese Folge jetzt dauert. Sie hat richtig gut angefangen. Wir haben Stettin als Zentrum der Druckerpresse. Da geht es richtig voran jetzt. Jetzt auch voran. Hier muss ich natürlich aufpassen, dass ich die nicht isoliere. Aber die wollen jetzt hier die Festung holen. Ja, weil das habe ich vorher beide erobert und dann ist die Geschichte vorbei. Und können wir einen Haken hinter diesen elenden Krieg machen. Händler vergessen, ja, ich weiß. Okay, bruh, kurz schütteln. Würde es Sinn ergeben, jetzt schon... Eigentlich schon, oder? Jetzt hätte ich nämlich noch einen Händler mehr. Wir gucken mal ganz kurz. Wir sind jetzt bei plus 29. Fast 30, ne? Nein. Den rufen wir mal zurück. Den hier lassen wir jetzt übertragen. Den lassen wir übertragen. Und jetzt habe ich doch dann gleich noch einen, ne? Zack. Und hier schicken wir auch einen hin, nämlich den Wilter. Und den lassen wir auch übertragen. So, in 50, 60 Tagen gucken wir mal auf die Zahlen. Können nämlich den ganzen Teil. Abwesender Händler in der Karibik. 12. Januar. Was? 64. Okay, wir machen es jetzt tatsächlich einmal nicht, weil ich gucken muss, wie die Zahlen sich entwickeln. Oh, die marschieren nach Norden. Achtung, Achtung. Dieser Krieg muss beendet werden. Geht da lang? Wir haben die Sache im Blick. Nicht im Griff, aber im Blick. Ich sag's euch, wie es ist. Jetzt nicht noch irgendwie dumm erwischen lassen.
auf die Revolte aufpassen. Ich habe es ein bisschen zu hektisch hier dargespielt, bin ich ganz ehrlich. So, perfekt, zack. Die Geschichte ist erledigt. Die holen wir uns. Ist auch quasi durch. Okay, der Krieg ist zu Ende. Aber ich gebe mich ja erst zufrieden, wenn ich alles erobert habe. Mein Plan übrigens, Scheibe, ne? Florida hier einzuhegen, ist jetzt gescheitert. Ja, ja. Weil sie Juanita genommen haben. Und hier wollte ich ja eigentlich alles blocken. Diese vier Provinzen, ne? Geht jetzt nicht mehr. Okay, müssen nur noch die Provinzen nehmen, dann ist es vorbei. Mein Glas ist auch noch nicht ganz leer. Nee, nee, nee. Jetzt zieh es auch durch. Jetzt will ich hier auch ein bisschen was mitnehmen aus diesem Krieg. Kann ich da irgendwas mitnehmen aus dem Krieg? Gott, die haben fast nichts. Das Problem ist, dass wir sie nicht annektieren können. Könnten sie zum Vasallen machen. Ich meine, wir hätten die diplomatische Beziehung. Wir machen sie zum Vasallen. Besser als nichts. Können wir sie uns immer noch später machen. Die kommen jetzt von Norden her marschiert. Ist gleich vorbei. Ist gleich vorbei. Dann haben wir auch Delaware zurück. Müssen wir dann 1000 Mann abstellen. Dann müssen wir die Armee schaffen wir dann rüber. Zicht auf das Prestige. Haben es gleich. Wir haben es gleich. Das war so ein bisschen die lübsche Hybris wieder, ne? Habe uns für zu stark gehalten. Das Problem ist natürlich in der Masse. In der Addition sind es halt eine Menge. Und dann sind die Wälder und die Wege sind weit und dunkel hier. Das ist alles nicht so kompakt. So, dass wir ein, zwei Mal die Frontlinie quasi aus den Augen verloren haben. So, wir können sie nicht annektieren, weil es keine Grenze gibt. Aber wir machen sie zum Vasallen. Ach, Moment, das geht auch. Ottawa wird dazu gezwungen, Ostamerika an Lübeck zu übergeben. Hä? Ergibt es aber Sinn, Ottawa übergibt kolonial Ostamerika. Bedeutet das, sie kriegen diese Provinz? Ich verstehe es nicht hundertprozentig. Okay, ich kann nicht so viel dabei finden. Aber im Moment, ich könnte auch Kriegsreparation fordern. Nee. Das heißt, sie werden nicht aufgelöst danach. Das heißt, wir machen sie zum Vasallen. Ich glaube, ich muss sie vasallieren und dann diplomatisch annektieren. Von mir aus. Und wir nehmen noch ein bisschen Geld. Wir haben auch Kredit aufnehmen müssen. So, die werden zum Vasallen. Die Geschichte ist vorbei. Ich will keine 56 Tage warten. Holen uns hier noch einen Diplomaten aus Österreich. Und die annektieren wir komplett. Und sobald wir da Kernprovinzen haben, gehen sie über in... Wirklich? Ihr formt eine Koalition gegen uns? Wobei, shit. Sollte ich da drüber lachen? Wurde gesagt, es sind ja nur Indianer. Das Ding ist, es sind sechs Nationen potenziell. Das sind eine Menge. Ich muss jetzt nicht ernsthaft auf eine Provinz hier verzichten. Euer fucking Ernst. Da habe ich in meinem Leben nicht gerechnet, dass ich jetzt drüber nachdenken muss, ob die Indianer ein Problem von uns werden können. Ich meine, die Potawatomi, die sind relativ und Lenape sind relativ schnell besänftigt. Auch die Mohikaner. Aber das ist durchaus eine Koalition, vor der ich Schiss habe, in der Masse einfach. Da müsste ich richtig was aufbieten. Und ich hatte ja eigentlich jetzt vor, einen Fokus auf Europa zu legen. Ey, aber hier nochmal wiederkommen zu müssen. Ne, wir ziehen es jetzt durch. Das kann sich fürchterlich rächen. Wir gucken mal, aber Potawatomi und Lenape, da schicke ich Diplomaten hin. So, wir erstellen Kernprovinzen. Boah, das ist gutes Land, ne? Das sind jetzt 100 fast administrative Macht, die ich ausgebe, für Land, was am Ende an Neu-Lübeck gehen wird. Aber Neu-Lübeck wächst dadurch zu einer veritablen Macht heran. So, Delaware ist wieder zurück. Wir ziehen jetzt Räume hier noch kurz auf, sonst kriege ich eine Krise. Und wir sammeln die Truppe in Manhattan. Da sammeln wir auch die Schiffe.
9, 3 Schiffe hier. Oh, habe ich außer den. Hast du den 4 davon gebaut? Kannst mir leisten. 9 und 5, das dann behalte ich nämlich die 2 zum Transport von Kolonialtruppen. Oh, und unsere Kolonialnation ist auch fertig. Und da hatte ich mir schon was ausgedacht. Das ist nicht hübsch, Kanada. Nein, das ist neu. Hansa. Was sagt ihr dazu? Kann man da immer noch mal ändern. Neu Hansa. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Übrigens, Hansa kommt vom Althochdeutschen. Oder Hansa ist das Althochdeutsche. Heißt sowas wie Gefolge, Schar, Truppe. Und wenn Neu-Hansa nicht unser Gefolge ist, dann weiß ich auch nicht. Vorrangig. Die Transportflotte schicken wir dann direkt rüber. Es war eine Chaosfolge, ne? Bin ich ganz ehrlich. Gucken wir uns nächste Folge drum. Es war eine absolut chaotische Folge, aber wir kriegen, glaube ich, langsam mal einen Fuß auf dem Boden hier. Wir haben jetzt unsere vierte Kolonialnation mit Neu-Hansa. Wir haben Neu-Lübeck ganz dramatisch ausbauen können. Wir haben den Krieg gewonnen, auch wenn er ein bisschen wehgetan hat hier und da. Gebe ich auch zu. Es hat länger gedauert als gewollt. Aber jetzt sind wir stark, jetzt sind wir bereit. Jetzt können wir richtig Truppen aufstellen. Aber wir profitieren... Ach, jetzt habe ich es gecheckt erst übrigens. Sorry. Unsere Flottenstärke richtet sich ja auch nach Lübsch, Ostindien, Neu-Lübeck und so weiter. Und Weltreich bis zum 20% natürlich dann nochmal on top. Die tragen ja alle ihren Teil dazu bei. Genauso wie unsere Kolonialnation auch hier mit reinziehen. Hatte ich nicht mehr im Kopf. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es neu ist, aber... Ich hatte es nicht im Kopf. Das heißt, wir haben durchaus jetzt Potenzial. Wir sind stärker als das, was man in Europa sieht, ist nur die Spitze des Eisbergs. Und wir werden jetzt in den... Jawohl, die Niederländer rivalisieren uns. Das ist ein Wort. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit auch hier deutlich die Landesgrenzen mal ein bisschen straffen und dafür schönere Grenzen sorgen. Krieg gegen Florida. Kann ich mir irgendwann vorstellen. Fokus würde auf Neu-Lübeck liegen, so dass Neu-Lübeck diesen Krieg alleine führen kann, dass ich nicht in Konflikt mit den Spaniern gerate. Überlege gerade, wo ich meine Truppe hier habe, ob ich mal kurz mit diesen Fanatikern den Boden aufwischen sollte. Das machen wir mal. Das nervt mich nämlich so sehr, dass die das hier nicht hinkriegen. Und wir checken mal, wie sich jetzt der Handel entwickelt hat. Ungefähr gleich, okay. Ist in Ordnung aber. Das ist total okay. Als nächstes kommt nämlich dann... Jeder weitere Händler wird jetzt richtig Kohle reinspülen. Klein wenig, ich muss mir ein bisschen ausbauen. Ich fokussiere jetzt auf Neu-Hansa und auf Neu-Lübeck. Ich muss Ottawa auf die Linie bringen. Und ich habe gesagt, dass ich Lenape... Noch irgendeine andere Nation wollte ich ein bisschen. Da. Davon abhalten, dass sie eine Koalition gegen uns starten. Koloniale Expansion. Perfekt. Ja, da lohnt es sich auch noch in Mi'kmaq. Ich habe mittlerweile echt jedes Zeitgefühl verloren. Könnte eine Stunde lang sein, die Folge. Aber auch sehr gut, ne? Die. Neue Lübecker sind jetzt auch am expandieren. Nächsten Kolonialkrieg werden wir deutlich besser vorbereitet auch starten. Die sind schon fast fertig, hervorragend. Die kann ich nämlich deswegen einfach schon mal abberufen. Spar mir hier kurz einen Moment. Das ist irgendeine Provinz, die jetzt richtig wichtig noch wäre. Ich glaube, das mal nicht. Neu-Hansa. Neu-Hansa krallt sich den Laden. Okay, super. Super. Dann hier. Ich habe gewundert, hä, hat da jemand was gesendet? Okay, super. Die schicke ich zurück.
sobald die Kolonie fertig ist. Ich muss jetzt hier noch ein paar lose Enden quasi zusammenführen. Jetzt kriege ich eine Krise. Die Provinz sollten wir auch immer mal aufdecken mit unserem Entdecker. Ja, aber super, Neuhansa ist auch am Wachsen jetzt. Die Norweger bräuchten noch eine weitere Provinz. Dann hätten sie einen Kolonialstaat hier oben, den würden wir uns schnappen. Ah, das ist unangenehm. Die sollten wir kurz niedermachen. Auch wenn es ein bisschen teuer ist, aber einfach um hier für Ruhe zu sorgen. Nicht, dass sie da jetzt Land rausbrechen können. Ist nicht so ideal, jetzt hier so 5000 Mann so exponiert zu haben. Oh mein Gott. Produktionseffizienz plus 2 verbessert drin. Aber wobei. Wir sind 25% der Zeit voraus. Nö, muss ich noch nicht. Muss ich noch nicht bezahlen. Gehe ich eher in die Entwicklung. Aber es muss jetzt noch nicht sein. Ja, wohl endlich mal wieder ein vernünftiger Sieg hier. So, die Flotte können wir auch zusammenführen. Ja, und hier heben sie erstmal eine neue Armee aus. Das gefällt mir. Gut, dass wir den Krieg selber geführt haben und nicht unserer Kolonialnation überlassen haben. Sehr gut. Das können sie selber machen, allerdings. Schicken wir die Restarmee rüber. Schicken die protestantischen Fanatiker nach Hause, bis auch da mal Ruhe einkehrt. So, die Provinz ist auch verfügbar jetzt. Fertig. Das heißt, wir werden demnächst auch dann eine kleine Expeditionsflotte losschicken, die wir auch mal aufbauen müssen. Wo haben wir gebaut? Hier oben, ne? Jetzt aufgepasst. Ah ne, Moment, hier. Das andere ist Neuhansa. So, wir sammeln uns. Wir kriegen das alles jetzt Schritt für Schritt hin. Ich finde, so eine Folge darf auch nochmal eine Stunde lang sein. Das machen wir nicht. Es bleibt doch einfach ein ganz normales Territorium, einfach so ein Außenposten von uns dann. Hier entsteht gleich Kolonie Nummer 5. Aber ihr seht, es zieht richtig an gerade. Also wie schnell wir jetzt hier teilweise durchkolonisieren. Aber sieht man ja auch in den an Portugiesen. Krieg scheint hier übrigens immer noch anzudauern zwischen Engländern und Franzosen. Jetzt gucke ich gerade auf die Osmanen und bin ein bisschen überrascht. Seht ihr hier irgendwie nennenswerte Verschiebungen? Nicht so richtig, oder? Ich habe es dann leider hier wohl verpasst. Schade. Gut, aber sie haben nicht mehr Land nehmen können. Ich vermute mal, dass sie gewonnen haben. Also Venedig und die Mamelucken, aber nicht allzu viel. Nicht allzu viel. So, jetzt sorgen wir hier kurz für Ruhe in Havanna. Da geht es ja auch um Handelseinfluss. Und dann schicken wir die komplette Truppe nach Hause. Ah, jetzt helft ihr, Herr Lübsch Ostindien. Ihr seid auch echt Helden. Ihr seid eine richtige Helden. Schleswig können wir beanspruchen. Da würde ich sogar ein paar mehr Ansprüche jetzt mal aufbauen. Wer weiß, wofür es gut ist. So, die Provinz hält jetzt hoffentlich durch bis zum Weiterweg. Bis zum Weiterweg. Bis die Truppe da ist. Das kann wiederum Lübsch Ostindien selbst erledigen. Jetzt fasse ich die Truppe mal zusammen. Es sind immer noch erst 10.000. Ein Schiff fehlt mir. Habe ich ja. Habe ich ja. Die eine Fleute hätte ich. So, schaffen unsere Armee zurück. Werden dann hier eine neue, größere Truppe aufbauen. 1.000 Mann bleiben. Gut, dann können die hier auch kurz Havanna holen, wenn Lübsch Ostindien sich dazu fein für ist. Oh, Flottenzermürbung. Uiuiui, das haben sie ja gerade so geschafft, ne? Jetzt sind sie aber in Sicherheit, glaube ich. Oder? Ganz kurz. Ich mache mal ganz kurz einen Zwischenhalt, weil ich nicht sicher bin, ob die Route hier nicht gerade Todes... Ja, ja, das wäre eine Todesfahrt gewesen. Hier einmal rüber. Erwin Telemann, den haben wir doch Anfang der Folge schon mal gewählt, oder? Oh
Gott, ist die lang. Oh, wählen wir den nochmal? 49 Jahre alt. Ja, wir wählen ihn nochmal. Wir investieren jetzt mal richtig in einen. Das ermöglicht uns den päpstlichen Akt. Missionarsstärke. Warum nicht? Eine neue Siedlung. Ja, nicht. Was wäre die Alternative? Grundsteuern. Ja. Nee, schnelleres Wachstum. Schneller wachsen. Okay, wir sortieren uns kurz. Ich glaube, wir haben alles im Griff. Wir sind komplett zerlegt hier, die Truppen. So, da ist für Ruhe gesorgt worden. Die Schiffe müssen sich kurz erholen, dann schicke ich sie hier noch hin. Spiel danach nicht weiter, deshalb muss ich gerade so ein paar Sachen beenden. Neu-Lübeck nochmal Zollwert. Ach ja, so ein bisschen. Ein bisschen Zollwert kann ich schaden. Also so alles so bis 20%, finde ich. Vollkommen legitim. Das reicht. Behaupte ich. So, nächste Folge werden wir dann unsere Armee sammeln, neu ausbauen, müssen uns ein bisschen erholen, gucken uns dann die diplomatische Situation in Europa an, ziehen auch mal ein kleines Feedback. Kleine Halbzeitbilanz, denn wir haben jetzt, glaube ich, die Hälfte. Ein Jahrhundert haben wir abgeschlossen. Ah, jetzt passiert das, was ich befürchtet habe. Keine Truppe da zu helfen, oder? Die werden nicht rechtzeitig ankommen. Eher die, naja, nee, bevor die hier noch komplett da rummarschiert sind, ist die Flotte da. Das schaffen sie, jawohl, und die landen hier mit den Truppen. Hervorragend, okay, alle Kolonien sind im Bau. Dann müssen wir jetzt hier nur noch sagen, so, die Hälfte von euch geht auch nach Hause. Hier ist die Flotte schon eingekehrt. Dann haben wir das Schiff noch. Die schicken wir auch nach... Oh nein, 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 großer Fehler. Ich habe fast einen großen Fehler begangen. Naja, ja. Ja, nicht mit der... Nicht mit der Stärke. Aber es ist gar nicht verkehrt, vielleicht lasse ich die 1000 Mann gerade da, mache dann Entdecker draus, dann kann ich hier noch ein bisschen ein, zwei Provinzen aufdecken. Zack. Ja, um Gottes Willen. Das wäre fast schiefgelaufen. Huh. Und dann soll es das jetzt aber endlich mal gewesen sein in einer Folge, die jetzt irgendwas zwischen einer halben Stunde lang sein könnte. Es könnten aber auch 60 Minuten oder mehr geworden sein. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war ein Riesenfest, dieser Krieg hier. Ein bisschen chaotisch für meinen Geschmack. Wahrscheinlich habt auch ihr hier und da mit dem Kopf geschüttelt, aber wir haben jetzt, glaube ich, aufgeräumt. Es hat mehr Menschenleben und mehr Zeit gekostet, als nötig gewesen wäre, gebe ich zu. Aber wir sind jetzt auf einem ganz guten Weg. Jetzt sehe ich uns auch in der Lage, hier in Europa anzusetzen. Gucken wir uns in Ruhe an die Situation nächste Folge. Und den nächsten Krieg hier in Ostamerika, den fühlen wir ein bisschen besser vorbereitet. Da werden wir unseren Feind nicht nochmal unterstützen. Außerdem haben wir ein bisschen was an Gold zu investieren. Ich denke vor allen Dingen in die Flotte, denn da ist Potenzial Flotte und Armee. Und Leute, Stettin, Zentrum der Druckerpresse. Als allerletztes gucken wir nochmal drauf, wie die Entwicklung hier vorangeht. Ja, schön, es breitet sich aus. Es geht voran. Bis dahin, macht's gut.